Meme Review. Ab dafür. Wenn du 25 Jahre... Oh, Jungs, Alter, ich kann jetzt schon nicht lesen. Wenn du 25 Jahre alt wirst, weißt du, was besser ist als 24? Wie geil ist das Geburtstagsgeschenk, bitte? Denn für die Leute, die SpongeBob kennen, Alter, das ist ja mal richtig sick. Deswegen würde ich mal sagen, das kriegt auf jeden Fall so eine 8 von 10, weil es einfach nur richtig geil gemacht ist, vor allem mit diesem Bild drauf. Wirklich hammerhart. Sie kommt vorbei. Kann gerade nicht, bin auf Mount Everest. Sie, ich habe Eissee Waldbeere zu Hause. Ich... Seit wann gibt es denn Waldbeere als Eistee? Also ich muss sagen, das Meme ist einfach nur, weil es generell, also würde ich mal sagen, Alter, ja, so eine 9 von 10, Alter, weil es einfach mundet, Alter. Aber wenn man Mathearbeit schreibt und krank machen will. Was fehlt dir denn? Ach so. Au! Ich hab meinen Arm gebrochen. Ich habe mir damals Willi will's wissen immer so gerne angeschaut. Jetzt ist der Typ einfach nur noch seltsam. Einfach nur noch seltsam. Ist auf jeden Fall relatable as fuck. Deswegen würde ich mal sagen, kriegt das auf jeden Fall so eine... Boah, ja, 7 bis 8 von 10. Falls euch das Video gefällt, hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Frauen versus Männer. Love? Und die Männer da draußen, ihr werdet das sowas von hart fühlen, Alter. Okay, dieses Meme, weil es einfach wirklich, weil die Männer auch einfach die übelsten Ehrenmänner sind und die Frauen einfach so, das passt einfach. 8 von 10, Alter. Okay, heute haben wir aber echt gute Memes, muss ich sagen. Ach, deswegen habe ich diese Türen. Ich habe erstmal ein bisschen gebraucht, um das zu checken. Ja, also läuft auf jeden Fall mit dieser Tür. Praktisch. Ja, 6 von 10. Legenden, die das Autofahren auf ein neues Level gebracht haben. Vin Diesel, Paul Walker, Ching Ching. Mr. Bean, Alter. Hammerharter Stuff auf jeden Fall. Also Mr. Bean ist echt mies. Würdest du das für 5000 Euro... Sag mal, kann ich überhaupt noch lesen? Würdest du da für 5000 Euro runter? Ich erwarte Krasses, meine Freunde. Ich erwarte Krasses. Oh mein Gott! Oh mein Gott! 3000 Jahre später. Also wie lange brauchen die denn? Ja, wenn sie da runterfallen sollte oder wenn da irgendwas schief geht und sie da runterfällt, naja, der Aufprall wird nicht ganz so weich wie auf dem Kissen, sagen wir es mal, oder wie auf so einem ganz leckeren Bett. Naja, deswegen würde ich mal sagen, weil es mir ein Angebot gegeben hat und ich die 5000 Euro auf jeden Fall annehmen werde, 10 von 10. Das alles wird auf Twitch gestreamt, denn ich bin hauptsächlich Twitch-Streamer. Jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 19 Uhr gibt es Streams von mir auf Twitch und in der Videobeschreibung ist der Link. Ab dafür. Der Propeller. Da ich das Meme nicht so fühle, leider nur eine 1 von 10. Ich habe keinen Hunger. Meine Oma, wie sie mich zur Küche bringt. Ja, safe call, Alter. Wenn die wissen, dass du Hunger hast oder dass du keinen Hunger hast, versuch's erst gar nicht zu fliehen. Also das Meme, würde ich mal sagen, kriegt auf jeden Fall so eine, ja, 7 bis 10 von 10. Du kannst keine Astronauten zur Sonne schicken. Und wenn sie abends fliegen? Ach, Donald Trump, Alter, du Alter, du altes Schlitzohr, ey. Ich kann mir tatsächlich bei diesem Blick von ihm hier gerade echt vorstellen, dass er das echt raushauen würde. Deswegen kriegt das ihm auf jeden Fall so eine 7 von 10 von mir. Die Mädels nach einer halben Flasche Hugo. Können Sie mich festhalten? Danke. Ja, Willi, ne? Ja, Willi, du willst es wissen. Du, das Ding ist, das könnte nicht nur die Mädels sein, sondern das könnte auch 1:1 einfach ich sein. Deswegen, da das so relatable ist, würde ich sagen, so eine, ja, 8 von 10 auf jeden Fall. Das habe ich nicht erwartet. When you're spending every day on your own, and here it goes, I'm just a kid. Ich habe das irgendwann einfach nicht gecheckt. Lol, Alter, das ist eine Mülltüte. Wenn ich es gecheckt habe, dann finde ich es... Also das kriegt wirklich einfach eine 0 von 10. Also wirklich eine 0 von 10. Das hat es noch nie in einem Meme-Review von mir gegeben. Ich glaube, hier passiert gleich etwas Magisches. Ich würde mal sagen, wo er recht hat. Wirklich, ich glaube, ich würde ihm einfach 3 Stück kaufen, damit er diese Hose mal ein bisschen weiter nach oben zieht. Weil wenn man ihm einen Arschkick gibt, dann ist sein Arsch einfach im Fuß. Ist sein Fuß einfach im Arsch. Also, es gibt keine dummen Fragen. Ich stelle eine Frage, mein Lehrer. What? Weil das so abnormal relatable ist, würde ich sagen, kriegt das auf jeden Fall so eine, ja, so eine 7 von 10 schon, würde ich sagen. Mit dem Boys im Suff be like, Digga, du hast noch ein Trampolin? Ja, aber keins im Garten, egal, Balkon regelt. Ist mir jetzt noch nie persönlich so passiert. 6 von 10. Uff, Junge, schon wieder hat er jeden Hups genommen. Jeder dachte, er wäre tot. Was ist eigentlich mit Willi los? Willi will's nicht wissen. Willi hat einfach einen an der Waffe. Was habe ich mir damals angeschaut? Wirklich, schreibt mal in die Kommentare unten rein, ob wer Willi will's wissen auch damals geschaut hat. Was ein Schlingel. Wie alt bist du? 18. Wie alt bist du? 13. In Afrika ist nur erlaubt. Aber in Deutschland. Aber er ist gesund. Gesund. Ich muss kurz denn klar, das war gerade so viel Input und zwar random Input auf einmal. Heilige. Oh.
Kein Kommentar an der Stelle. 6 von 10. Machen wir einfach mal weiter. Woher? Ich will auch eine Haar-Amka. Hä? Ja. Guckt euch mal an, wie riesig das Ding ist, aber es sieht super episch und stylisch aus. Das Ding ist die neue PS5. Finde ich noch nicht mal ganz ehrlich, es ist natürlich jetzt nicht das Allerschönste, gebe ich zu. Ganz ehrlich, es ist die neue PS5. G steht für gönnen. Gönnt euch. Wie läuft dein Leben? Alter, der Typ hat immer richtig Bock. Wenn man seinen Lieblingssong hört und den Vibe spürt. Oh, fucking yeah, Alter. Ich habe erst mal gedacht, der würde in der Dusche stehen, lol. Ja, also, relatable gibt immer so eine 9 von 10. Wenn ich dringend pinkeln muss, aber jemand anders schon auf Toilette ist. Der irische Tanz, meine Freunde. Entspannte Angelegenheit. Läuft auf jeden Fall. 7 von 10. Ich will Arzt werden, mein Lehrer. Also wenn mein Lehrer so ausrasten würde. Also ja, Wahrheit, ne? Weil Monte da halt so überaus rastet, würde ich sagen. Das ist eine 9 von 10 schon wert, weil es einfach gar nicht. Falls ihr noch weitere Ideen für Meme-Reviews habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr mir Memes zuschicken wollt, schreibt sie bitte an diese E-Mail-Adresse. Er ist der Heftigste. Habt ihr das gerade gesehen? Er ist einfach, ganz ehrlich, er ist einfach Gott. Ja, okay, weil das aber trotzdem insane ist, würde ich mal sagen, ja. Auf jeden Fall eine 8 von 10 ist das auf jeden Fall schon wert. Boah, das kenne ich, Alter, das kenne ich schon, das kenne ich schon. Rap wurde 1979 erfunden, Rap vor 1979. Babos wissen, wer der Babo ist. Hafdiabi ist der im Lambo und Ferrari sitzt auf Jarabi. Also Haftbefehl sah anscheinend damals ein bisschen gepflegter aus. Ich finde das besser, ohne Scheiß hat was, ne? Muss man mal so sagen, deswegen auf jeden Fall kriegt das eine 9 von 10, weil das auch an sich musikalisch auch einfach gut ist. Ich schenke ihr meine Liebe und würde alles für sie machen. Sie? The Melody? Alter, ist das tief! Sie hat ihn gekorbt. Oma, komm rüber. Kann nicht, es regnet. Aber ich habe Hunger. Bin unterwegs, Alter. Oma auf dem Moped. Erstmal Schweinehaxen auf den Tisch geballert. So muss das. Sportlehrer, wenn jemand die Basketball mit dem Fuß spielt. What in fuck's name are you doing? Warum sieht der so aus? Aber Alter, wenn der Sportlehrer dich beim Basketball spielt, kicken, erwischt. Also dann bist du einfach... 9 von 10 halt. Ich muss sagen, heute haben wir echt gute Memes. Also die Meme-Seite ist echt ordentlich, die wir haben. Und in der Videobeschreibung ist auf jeden Fall der Link zu der Seite. Die ist ja richtig sick. Meine PS4. Schule. Ja. Ich glaube, die Gamer unter euch fühlen das auf jeden Fall. Relatable 7 von 10. Freund, wo bist du gerade? Ich bin auf dem Weg. Bin gerade aus dem Haus gegangen und gleich da. Das bin 1 zu 1 ich, Alter. Deswegen wirklich 9 von 10 halt.